Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und zwar nach ziemlich langer Shopping-Abstinenz habe ich mich mal wieder rausgetraut und war tatsächlich bei Primark shoppen. Und was ich da alles gekauft habe, ich war auf der Suche nach ein paar Basic-Sachen für den Herbst. Das seht ihr jetzt und dabei wünsche ich euch natürlich ganz, ganz viel Spaß. Und dann geht's los. Und dann fangen wir an mit einem Basic Pullover. Und zwar ist das ein ganz normaler schwarzer Pullover, wie ihr sehen könnt. Ich werde euch die Preise immer unten mit einblenden, dass ihr ungefähr ja, sehen könnt, was das Ganze gekostet hat. Und ja, wie gesagt, das ist ein ganz normaler schwarzer Basic Pullover. Der ist relativ dünn und aus Strick und ich fand, den kann man eigentlich zu allen Sachen kombinieren und macht sich immer ganz gut. Dann geht es weiter mit einem gestreiften dünnen Pullover. Der sieht so aus und den fand ich ganz, ganz süß. Der hat eine sehr, sehr schöne ja, Stoffqualität, wie ich finde. Also der trägt sich sehr, sehr angenehm. Und der hat hier noch so kleine, süße, goldene Knöpfe. Genauso auch an den Ärmeln. Das fand ich wirklich sehr süß. Und ja, der ist dreiviertelärmlich und den kann man sehr, sehr schön zu einem dicken Cardigan, wie ich ja jetzt gerade im Moment trage, gut runterziehen. Und deshalb habe ich ihn mitgenommen und ist sehr, sehr schön. Ein weiteres Teil ist dieses hier. Und zwar ist das ein kurzärmliches Shirt, das fällt aber relativ oversize aus. Das ist jetzt zwar eine 36, aber wie gesagt, das fällt wirklich ein wenig größer aus. Ich habe es jetzt aber trotzdem in der 36 mitgenommen, weil ich glaube, wenn man das Ganze jetzt wäscht, wird das wahrscheinlich auch noch ein wenig eingehen. Und das Shirt hat wirklich eine sehr, sehr schöne Struktur. Das ist sehr, sehr weich, wie ich finde. Und das hat eine total schöne Farbe. Also es ist in so einem Altrosa. Und ja, ich fand das richtig schön. Und deshalb habe ich das mitgenommen. Ich fand, das stand mir sehr, sehr gut. Ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr die Farbe findet. Aber ich finde es ganz gut. Dann durfte natürlich auch ein kuscheliger Schal mit. Es geht ja wirklich Richtung Herbst jetzt. Draußen wird es kalt. Also ich sitze hier wirklich auch in einem dicken Cardigan, weil mir so kalt ist. Ich habe mir aber ehrlich gesagt nicht getraut, die Heizung anzustellen. Und ja, wie ihr sehen könnt, das ist ein schwarzer Schal. Der hat ein kariertes Muster. Der ist richtig, richtig kuschelig. Dachte ich mir, kann mal mit. So, als nächstes kommen wir mal zu den Accessoires, die auch mit durften. Und zwar habe ich mir eine Uhr mitgenommen, wie ihr sehen könnt. Ich werde euch das jetzt auch nochmal in der Nahaufnahme mit einblenden. Und zwar ist das eine schwarze Uhr mit einem ja, Aztekenmuster, würde ich jetzt sagen. Die ist schwarz-gold und ich fand es sehr, sehr schön, dass sie ein relativ großes Ziffernblatt hat und ja, deshalb ist sie einfach mitgekommen. Dann durfte außerdem noch ein Armband mit, das blende ich euch jetzt auch nochmal in der Nahaufnahme mit ein. Das ist richtig süß, das ist Gold und hat so einen kleinen süßen silbernen Stein mit eingebunden. Und zwar ist das ein Wasserzeichen. Ich bin ja Wassermann als Sternzeichen und das gibt es in ganz verschiedenen Sternzeichen zu kaufen im Moment. Das fand ich sehr süß, ist sehr, sehr schlicht, wie ich finde. Und deshalb durfte es auch mit. Und dann habe ich mir auch noch eine Kette mitgenommen. Da könnt ihr meinen Anfangsbuchstaben meines Vornamens sehen. Das ist ein kleingeschriebenes A. Und das hat auch so einen kleinen silbernen süßen Stern mit eingebunden. Ist sehr rund und ich finde, die sitzt wirklich von der Länge sehr, sehr schön. Und deshalb durfte sie auch mit. Und es geht ja Richtung Herbst und ich wollte mir gerne ein paar sportliche Schuhe noch mitnehmen. Und da Stoffschuhe ja gerade im Moment nicht so passend für die Jahreszeit sind, habe ich mich für diese Schuhe entschieden. Das ist so ein Kunstleder und ja, kann man sehr, sehr gut anziehen, wenn es auch draußen ein wenig feuchter ist und leicht regnet. Und das ist so ein Abklatsch, sage ich jetzt mal, von den Converse-Schuhen, die ja, ja jeder kennt. Und ich fand sie aber sehr, sehr schön und schlicht und passend zum ja, Ledermantel oder zur Lederjacke der Jahreszeit. Und
die durften natürlich auch mit. Und dann war ich natürlich auch noch bei den Wohnaccessoires. Und wenn man bei Primark ist, dann dürfen natürlich Kerzen nicht fehlen. Und da habe ich mir einmal diese kleine süße Kerze mitgenommen. Die ist mit Vanilleduft und die riecht wirklich sehr, sehr, sehr intensiv nach Vanille. Ich fand die sehr, sehr süß von der Aufmachung her mit den kleinen Döschen und Glas und ja, sehr, sehr süß. Und ich dachte mir, für die kuschelige Jahreszeit ist das jetzt das Passende für zu Hause. Und zum Schluss habe ich mir noch eine kuschelige Decke mitgenommen. Und Leute, ich kann euch sagen, die ist wirklich so kuschelweich. Also wenn man sich einmal darin eingebettet hat, möchte man gar nicht mehr aufstehen. Und ja, die ist wirklich super schön. Die hat so ein Dreiecksmuster drauf, schwarz und weiß und absolut total zu empfehlen für die Jahreszeit. So, dann sind wir schon am Ende des Hauls angelangt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es nur ein super kleiner Haul jetzt war. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne eine positive Bewertung da. Und wie immer verlinke ich euch auch nochmal hier meine zwei letzten Videos. Da könnt ihr gerne reinschauen. Und dann wünsche ich euch natürlich noch einen wunderschönen Tag. Und dann sehen wir uns ganz, ganz bald im nächsten Video wieder. Macht's gut, tschüss!